Es ist Donnerstag und Sie sehen das SKB-Journal mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz jetzt über 1000. Update, Polizeieinsatz auch am Quenzsee. Und Kranzniederlegung, Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Damit herzlich willkommen zum SKB-Journal. Wir starten auch die heutige Sendung mit den aktuellen Corona-Zahlen. Die 7-Tage-Inzidenz laut RKI liegt mit Stand vom Donnerstag bei 1093,8. Im Vergleich zum Vortag gab es 210 Neuinfektionen. In den letzten 7 Tagen gab es 788 Neuinfektionen. Nach Meetingpoint-Informationen war die Polizei nicht nur in der Innenstadt gestern aktiv gewesen, sondern auch in den Randgebieten von Brandenburg haben sie sich umgesehen. Nachdem es am frühen Morgen und am Vormittag Durchsuchungen und Präsenz im Stadtkern gab, verlegten viele der Einheiten am Mittag in Richtung Quenzsee. Die Beamten positionierten sich vor einer Halle bei Falkenbergswerda nahe des Ufers. Ob die Halle das Objekt der Begierde war oder die Einheiten anderweitig in dem Waldstück aktiv waren, das ist bisher unklar. Zu den Maßnahmen äußern will sich das Polizeipräsidium in Potsdam erst, wenn der Fall abgeschlossen ist. Bestätigt wird bisher lediglich, dass es sich um Ermittlungen im Bereich der Drogenkriminalität handelt. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Am Donnerstagvormittag hatte Oberbürgermeister Steffen Scheller zur Kranzniederlegung eingeladen. Um der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken, kamen Vertreter aus Politik und der Stadtgesellschaft an der Gedenkstätte am Nikolaiplatz zusammen. Dr. Silvia de Pasquale, die Leiterin der Gedenkstätte der Opfer der Euthanasiemorde, begrüßte wie in jedem Jahr die Anwesenden. Als Ehrengast war Herr Itamar Wechsler, Enkel der ermordeten jüdischen Patientin Sonja Wechsler, vor Ort gewesen. Er reiste extra aus Israel an, um eine Rede über seine Recherchen über den Transport seiner Großmutter aus der Hamburger Heil- und Pflegeeinrichtung Langenhorn nach Brandenburg zu berichten. Im Anschluss an die Redebeiträge legten die anwesenden Vertreter aus Politik und Stadtgesellschaft Kränze nieder. Und damit sind wir beim Wetter angelangt, liebe Zuschauer. Nach den vergangenen grauen Tagen kommt nun zum Ende der Woche ein bisschen Sonnenschein. Hier ist der SKB-3-Tagestrend. Am Freitag erwarten uns Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad. Dazu kommt ein bewölkter Himmel, es bleibt aber trocken. Am Samstag können die Temperaturen auf bis zu 9 Grad steigen. Der Himmel ist bewölkt und es kann hier und da zu Regenschauern kommen. Am Sonntag liegen die Temperaturen dann zwischen 4 und 8 Grad. Der Himmel ist nur leicht bewölkt und es zeigt sich immer mal die Sonne. Liebe Zuschauer, das war's mit dem SKB-Journal vom Donnerstag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage Tschüss. Machen Sie es gut.